So, meine Süßen. Damit herzlich willkommen. Genau, als wenn du mich aufhalten könntest. Ja. Warum sind auf einmal so viele? Ich habe die hinter mir nicht beachtet. Auf einmal standen ein paar Leute hinter mir, aber warum? Und wie? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber das war gemein. Ich habe natürlich keinen Draht mehr. Aber immerhin Gesundheitstrank. So, ja, ich glaube, ich muss hier stark aufpassen. Weil hier noch ein paar Lümmel rumrennen. Okay, also ich muss irgendwas mit meinem normalen Bogen machen. Der ist für'n Arsch. So, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich in der Rohstoffvorratskiste irgendwas finde, was mir weiterhelfen kann. Einfach aus dem Aspekt her. Wird knapp. Wird wirklich knapp. Habe ich noch irgendwelche Schatzkisten? Ja, das bringt mir nur natürlich wenig, wenn da kein... Gibt es hier irgendwo einen Händler in der Nähe? Ja. Den markiere ich mal. Vielleicht kann er mir Drähte verkaufen. Bevor ich jetzt großartig hier mich ins Getümmel stürze. Ich brauche nämlich wieder Scharfschusspfeile. Ich kann doch gleich meinen Bogen verbessern. Mein Medizinvorratsbeutel, Entschuldigung. Das hält sich. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Das ist schön. Es bringt halt nur nichts, weil uns das nicht weitergebracht hat. Ich will zwar nichts sagen, aber mutig, Mädchen. Mutig. Ich mache jetzt einfach mal leer. Ich will jetzt mal einen Batzen da haben.
Ich kann auch nicht alle Metallscherben verschwenden. Gut. Super. Nee, das lief eigentlich ganz gut. Ach so, ja. Ich wollte gucken, ob der noch irgendwelche Tränke hat. Sie, Entschuldigung. Es ist ja eine Dame. Vorbereitung ist alles. Naja. Das hat jetzt doch sehr viele mehr Drähte gekostet als gedacht. Okay, Metallscherben kriegen wir. Das wird nicht das Problem sein. Die Frage ist jetzt allerdings nur, wie kommen wir da gut hoch? Warte mal, da kommen wir doch bestimmt hoch. Das sieht doch schon so aus. Müssen wir nur... gucken, dass wir es nicht übertreiben. Bin mir nämlich nicht ganz sicher. Oh, ja. Okay. Oland. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Verderber. Einige Verderber. Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Ich suche hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt an... Wer ist da? Ich will zwar nichts sagen, aber... Solen? Ich will zwar nicht sagen, warum die da jetzt gerade gestorben sind, aber... ich weiß nicht, warum der da gerade gestorben ist. Es gefällt mir halt nicht, weil ich absolut nicht weiß... Oben ist einer, den kriege ich aber nicht. Gut, dass dein Verderber gestorben ist. Hat funktioniert. Warum auch immer.
Das Nora-Mädchen lebt. Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Autsch. Ja, ich weiß, Elo, das ist nicht gerade... Das war dumm von meiner Seite aus! Ich weiß zwar nicht warum, aber ich glaube, ich habe es gebreakt. Der sollte ja eigentlich nicht sein. Okay. Da oben gibt es noch welche. Der ist schon mal hinüber. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich den Penner da oben krieg. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr rumlaufen, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich weiß nicht, wie der eine da gestorben ist. Aber vielleicht ist es gar nicht mal schlecht. Ah ne, das ist ein alter Trümmerhaufen. Okay. So, jetzt muss ich nur eine gute Schussbahn auf diesen Penner da oben kriegen, der sich da versteckt wie so ein kleiner Lappen. So eine kleine hinterhältige Ratte. Komm raus, kleiner Lümmel, wo bist du? Ich schieb dir auch eine Reißzwecke in den Schuh. Und wenn die dann dich zwickt und sticht, mach ich... aus deinem Leben ein Endstrich. Bäm! Genau so sieht's aus. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarcher. Schattenkarcher? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Übel. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Was? Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne.
Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Warum graben die Eklipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihn in irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Komm, vergeben wir ihm. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade, aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Gut, ja, nee, ich habe ihn einfach verschont. Ich meine, komm schon, wenn Kind, Tochter sterben soll, dann würde ich da jetzt auch nicht unbedingt hier großartig Stress machen. Ich brauche 3, ne? Ja. Schöpfers Ende. Ja. Wir haben ganz viele Aufträge. Wir haben Nebenaufgaben. Ich würde aber trotzdem ins... Gehen wir mal ins Grenzgebiet. Komm, treffen wir den Erend jetzt mal. Ich denke mal, wenn wir da weitermachen, ist es gar nicht mal schlecht. So. Wollen wir mal. Es wird jetzt gerade wenig mit den FPS. 56, 61, 70. Kannst du mir helfen? Hättest du einen Moment? Jemand hat mein Haus ausgeraubt. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt.
wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Mhm. Das ist okay. Machen wir aber später. Irgendwann, hoffe ich. Ich will jetzt erstmal zu Erend. Er will keinen Ärger. Er will nur das Schwert zurück. Das ist eigentlich fair. Das hört sich aber für mich meistens auch an, als hätte er selbst Dreck am Stecken. Ja, hier finden wir jetzt noch ein paar interessante Sachen. Datenpunkte, etc., etc., aber die interessieren uns alle nicht. Da gibt es Leute, die das wesentlich besser machen. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem wilden Sonnenkönig. Denn von dir... Eine Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Ich stehe hier schon 2 Stunden. Dieser Mora drängelt sich vor. Rollt mal nicht rum, ihr Lappen. Ignorier sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Das komische Interessante ist, da hat er vollkommen recht. Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Okay. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Dann wollen wir mal gucken. Aloy von den Nora. Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwar. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Ja, das kriegen wir hin. Begib dich nach Scheuerfels. Ja, können wir machen. Wir können auch ein ganz gutes Stückchen schon mit der Schnellreise hinter uns bringen. Ja, erstmal finden wir auf jeden Fall einfach nur, dass wir den Erend ein bisschen glücklich machen. Der hat uns ja auch geholfen. Und ich glaube, bei dem König von Meridian ein Stein im Brett zu haben, ist auch keine verkehrte Idee.
Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unseren Gesundheitsbeutel ein bisschen voll machen. Ja, das war... Hey, da könnte eine Fischgräte drin sein. Ist blau. Na, Fischhaut. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Fischgräten sind grün. Vielleicht kann ich jetzt sogar langsam anfangen. Ach Mist. Das bringt mir natürlich alles nichts in dem Sinne. Ich brauche halt einen Fisch mit grünem Loot. Ansonsten ist es halt alles Quatsch. So, Einmal Fischgräte noch. Oh, komm schon. Ihr habt mir keine Fischgräte gegeben. Was ist das? Das sieht aber noch eher nach einer Ratte aus. Ah, das ist gemein. Vor allem, da halt wirklich nur noch eine Fischgräte fehlt. Gut, ich muss dem Fluss sowieso noch ein bisschen folgen. Flussaufwärts. Na siehste! Das ist doch schon mal super. Ich will zwar nichts sagen, aber das hörte sich jetzt auch nicht unbedingt super an. Aber... Boah. Aber wir haben alles. Wir haben alles. Brauchen nur noch Metallscherben. Das bedeutet, es ist jetzt nicht so tragisch, das fertig zu machen. Ich habe da doch irgendwas gehört. Das hörte sich an wie ein Sägezahn. Lagerfeuer entdeckt. Ja, wunderbar. Das ist eine Gans. Was haben wir da? Eine Ratte. Und irgendwas da hinten höre ich. Das hört sich nicht klein an. Mach das. Ich versuche derweil einfach mal ein bisschen unseren Kräuterbeutel ein wenig zu füllen, weil das, was ich da gehört habe, war jetzt nicht so optimal. Oder hörte sich nicht gesund an. Frage ist nur, kann ich... Das hat mich jetzt betäubt. Das bringt mir natürlich jetzt nicht wirklich viel. Das hört sich schon echt eklig an.
Also diese Dinger, wenn die auf dich zugerast kommen und du den Fokus anhast oder Konzentration oder sowas, das ist schon... das hört sich schon nicht gesund an. Also da kann man dann schon einen guten Respekt kriegen von... Handhabungsspule, not bad. Das hat sich gar nicht... Doch, hat sich gelohnt. Ich glaube, bei den Plündererkrabbenpanzern oder so sollte ich vielleicht öfters mal hier diesen Beutepfeil benutzen. Habe ich das Gefühl, das könnte sich lohnen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Will zwar jetzt nichts heraufbeschwören. Warte mal, wie viele Metallscherben habe ich denn jetzt eigentlich? 17. Ja, das bringt mir natürlich nicht viel, wenn ich mehr Metallscherben verbrate, als ich brauche, als ich einnehme. Naja. Schnappmaul. Das war vielleicht dumm. Ich mache halt nicht so viel Damage. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ich will zwar nichts sagen, aber warum kloppen die sich jetzt? Lass ihn mal brennen. Da hinten ist noch ein Wurm, der sich mit ein paar Viechern boxt. Das finde ich vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Können die den schon ein bisschen abschwächen? Okay, lass das ja ruhig mal ein bisschen brennen. Burnkills gefallen mir eigentlich ganz gut, weil die machen halt auch nicht wenig Schaden. Super. Das war zwar jetzt nicht so optimal, wie ich es gerade wollte, aber es lief gut. Das muss man einfach sagen. Und da gab es noch ein... Scheint es noch eine lilane Modifikation zu geben. Naja, Abrissspule ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit.
Aber gut, dass sie da gegeneinander kämpfen, so ein bisschen. Die Frage ist, will ich mich da einmischen oder nicht? Weil eigentlich, wenn ich mich da nicht einmische, habe ich Ruhe. Wenn ich mich aber allerdings versuche einzumischen... Lass sie ruhig mal brennen. Das sind verderbte Maschinen. Die haben eine Schwächeaffinität gegenüber Feuer. So, der ist am Burnen. Aber warum sind da zwei? Warum ich? Was habe ich getan? Greif mich doch nicht an, du Lümmel! Ich mach doch nix! Oh, komm schon! Das ist gemein! Das mache ich beim nächsten Part. Da muss ich jetzt erstmal auf Toilette. Das kann ich so nicht bringen. Ich bin ja voll am Verkacken. Von allen Seiten! Von allen Seiten werde ich angegriffen. Hier, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Das ist ja übel.